Hin und Haar mit dem Gael Seifert. Stimmen, zweidösisch CWC, er hat unser Gesangwettbewerb Stimme gewonnen. Und ich kann erst noch inschreiben für das zweite Mal, wie man das organisieren mit dem elsassischen Spruch kommt. Aber alle Nachrichten sind auf France Bleu, elsass.fr, 3/10. France Bleu, Elsass. France Bleu. Heute lösen wir ein bisschen Nüsse. Ja, man löst nie ein bisschen Taven aufmachen. Ich denke nie dran. Ich löse immer auf den Boden, wo man mich nicht löst, wie man runterläuft. Aber du löst mir ein bisschen mehr in Bäm rein und ein bisschen Natur entdecken mit unserem Gast. Es ist der Präsident vom Verein Porte du Ride Nature. Es ist der Christian Dürr, wie mit uns ist. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, ja. Alles Beste, gell, für das Jahr. Vielen Dank. Und viel fehlen noch. Ja, viel fehlen, hoffen wir euch. Sowieso. Und ihr seid also von dem Verein Porte du Ride Nature. Ihr werdet uns ein bisschen vorstellen in ein paar Minuten, was noch da genau machen. In dem Verein sind noch viel? Also wir sind 52 Personen jetzt. Und ein Naturschutzverein von Holzwehr, das ist bei Colmer. Und wir sind jetzt schon 25 Jahre alt. Und da werden wir uns mitnehmen, ein bisschen die Fehler besuchen, ein bisschen schauen, wie sie es machen, was sie machen im Winter. Und das auf der anderen Seite vom Rhein. Aber das haben wir gern. Wir sind auf allen zwei Seiten auf francebleuelsass.fr. Wie gesagt, Christian Dürr ist mit uns und er sieht alles darüber in 3 Minuten. Wir können vielleicht jetzt nicht pfeifen, wir wollen mal probieren, ob die Fehler auch kommen mit dem Jodeln. France Bleu Elsass. Trio, hocken zwei Fix. Trio, der eine hat einen langen Schwanz. Trio, der andere hat nix. Trio, der eine hat einen langen Schwanz. Trio, der andere hat nix. Trio, die anderen ist drüber. Trio, eine hat's noch verstopft. Trio, die anderen ist drüber. Trio, die anderen ist drüber. Stoll mit dem Jodler Robi, wie du gejodelt hast, auf France Bleu Elsass. Und ich glaube, die Fehler sind gekommen. Sie sind hier an den Fenster von France Bleu Elsass, von unserem Studio. Wir haben einen Baum hier im Garten auf der anderen Seite. Und hier sieht man es aber noch nicht so viel, während wir ein paar sehen. Und wir an dem Wochenende auf Rheinau. Wir werden alles sehen, alles sagen mit dem Präsidenten vom Verein Porte du Ride Nature, der Christian Dürr, wie bei uns im Studio ist. Und Christian, schon einmal, wie hat das alles angefangen mit dem Verein? Also wir sind also ein Verein, der jetzt schon 25 Jahre lebt und was wir wollen unbedingt ist ein bisschen sensibilisieren die Leute über die Natur im Elsass und ein bisschen widerstehen. Und deshalb machen wir ein großes Programm für Sortie Nature und für Konferenzen. Und mit einer Sortie Nature können wir eben so schöne Ecken im Elsass finden.
Und heute schöne Feil. Ja. Und ihr lügt aber die Feile auf der anderen Seite vom Rhin. Warum? Also, das Jahr also, gehen wir auf Rhinoi, auf Taubergießen. Also, Rhinoi ist ein Dorf, wo viel Boden auf der anderen Seite in Deutschland hat. Und in dem Platz ist ein richtiges Naturschutzgebiet, wo heißt Taubergießen. Und da gehen wir sie schon, ja, am Damm entlang, am Rhin entlang. Also, warum Feil am Rhin entlang? Weil sie im Winter Probleme haben in Nordeuropa und Osteuropa. Dort ist es richtig kalt geworden jetzt. Es ist Eis, ist Schnee und können sie nicht mehr ernähren. Noch fliehen sie in den Süden. Und ein von den schönen Plätzen, die sie gefunden haben, ist der Rhin. Und du nehmen wir uns also mit ein bisschen in ein paar Minuten. Und dem Verein, wie viele sind wieder mehr als 250 Personen, ja, die kotisieren, aber viel Sympathie. Und was machen wir für Fehler? Machen wir zum Beispiel Essen im Winter, so Sachen ein bisschen? Also, wir machen viel Protektion vom Quakerla, das ist ein kleine Schwert. Die hat kein Bein mehr. Quakerla, ja. Schön. Die hat all die Bäume, dann kann sie in dem Nest. Und dann machen wir spezielle Kisten in jeder Dörfer in der Gegend. Und bien sûr, machen wir auch ein Nourrissage für das Feil, ob es das an. Das ist gar, dann sind nicht viele Blöde in der Wälder. Auch sie, ob es essen und ihr, ob es Lüge. Ja, und das März Lüge haben. Ich habe vorne am Fenster und jeder da, ich habe einen großen Spass mit meiner Feil. Was brauchst du mitnehmen für das Essen? Also, gut anleihen. Chile, Handschick, ein Kopf. Wenn man noch vom Wasser ist, ist es immer kalt. Und dann, wenn ich Ferngläser habe oder Fernrohr, ist es noch besser. Mitnehmen, das ist immer ganz wichtig. Also, Jumelle nehmen wir auch mit. Jumelle, ja. Hoppla, ja. Und mal hören, hopp, zack, boom, in 3 Minuten werden wir miteinander so Sortie Natur machen für die vielen Szenen am Taubergießen. In 3 Minuten mit unserem Rendezvous mit France 3 Alsace, mit dem RVH Becher. 9h50 le matin, bleiben mit uns. Und wenn wir die vielen Löhne will, muss man auch denken, was das Wetter gibt. Isabelle Grüßenmeier hat etwas für euch. France Bleu Alsace. Das Gedicht ist sauber, unser Klima, das ist nix, wenn ja, also prima. Seit existieren Kümmerland, was kann sechs Wochen nur ein Ort, so Macaroni Federei, was plätschen kann, wo vor der Welt, so Schitzel ab in einem Fort, bis alles weiß und Babi wird. Nicht so gefährlich, leer wie die uns Wetter, gewiss schon nicht. Wenn's Kind vor Abwechslung zum Flyer, er fährt so lang Luft zu drehen. Doch gehört es müde, ist froh und frisch, sich nicht verloren, mal zum Hopfen, wenn alles zusammen Hunde ist, nur hier zum selber Ruf zu tropfen. Optimistisches Wetter lehrt, Wetter lehrt, optimistisch. Wetter lehrt, optimistisch. Es beglaubt sich mancher auch der Wehe, es tät so weh, stößt Nordwest wehe. Und wenn man auf der Gasse will schritten, so müsst man herzhaft kämpfen, stritten. Und kommt man an eine scharfe Säck, so meint man grad noch Fliede weg. Und alle Nacht, du hieltest Sturm, erderm ich unter Minster Turm. Warum so unvernünftig gleich der Sturm, der tötet wie grobe Jaie? Und wieder tötet der Goethe Stifte, in dem er stand und kennt die Schlifte. Er pfiff mit düssem Nordwestumme, er tötet als Sau, ins Südwest kommen, ist noch der Au. Und jeder weiß, Variatio Delectat heißt. Optimistisches Wetter lehrt, Wetter lehrt, optimistisch. Optimistisches Wetter lehrt, optimistisch. Ein anderer meint, gell, beide Schoß. Man wird schnüppen, gar nicht los. Wir brummen näher der rote Zinge, wie wenn man Wunder was der trinken. Und kommt man nur einen Schritt auf die Gas, gleich hängt der Treppel an der Nase. Als wenn man beständig hat im Sack, ein Bix Pariser schnupft die Wack. Wenn Fischtigkeit in Käpfling seid und bis in den Verstand aufsteht, so muss das Wasser wieder fucht, dass ihr nicht ganz lebendig wucht. Und du, der Fisch sind noch
optimistisches Wetterlied mit der Isabel Grüssemeier. Aber das Wetter ist bis jetzt ein bisschen grün, bewilligt. Sagen wir uns, was ich verwettere, auf unserem Facebook France Bleu Elsass. Genau. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Guten Morgen, Hervé. Guten Morgen, die ganze Equipe von 9h50 le matin. Wir wünschen euch alles Beste für 2018. Und wir fangen das Jahr gut an. Wir gehen gleich nüsse, ein bisschen frische Luft schnappen. Und das machen wir mit dem Verein Porte du Ride Nature mit dem Präsidenten Christian Dürr. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, ja. Haben Sie viel für den Nüsse in der Kälte? Ja, wir haben einen großen Feuer als. Ein paar, sogar. Ja, ja. Spass an Bord. Man kann schöne Fehler sehen, aber ihr löst auf der anderen Seite vom Rhin? Ja, ja, also wir gehen sie gehen in Rhinoi, auf der anderen Seite im Taubergießen, das ist ein Naturschutzgebiet, wo auf der deutschen Seite ist. Und dann haben wir den Baggermoria und gehen auf der anderen Seite. Voilà. Und du kannst auf Holzwier gehen, dann du bist auch ein Naturschutzverein? Wir haben zuerst ein Rendezvous in Holzwier am Viertel nach Seva und am 8. im Rhinoi. Das ist ein Parking vom Office du Tourisme du Grand Rhin, das ist gerade neben dem Bag. Das ist ein großer Parking, da stellen wir hier an und dann gehen wir mit dem Bag auf die andere Seite. Also gut, es ist anziehen, gell? Ein Gilet, gut warm anziehen. Die Jumelle auch nicht vergessen? Ja, es ist ganz wichtig, sich gut anleihen, ein Korb und Handschuhe und gute Schuhe. Und bien sûr, wenn ihr Ferngläser habt oder sogar ein Fernrohr, ist es noch besser. Dann da kann man direkt in die Intimität gehen von den Fehlern. Und welche Fehler sieht man da? Also da kommen alle Fehler von, also viele Fehler von bei uns, bien sûr, die Stoganda, die Kulvert, die haben wir so natürlich, aber auch ganz wild die Schwane, da gibt es auch Gänse und viele Sorten Ander, die kommen alle vom Nordeuropa oder vom Osteuropa, weil es dort gefriert. Und dann kommen bei uns die Ernährung zu hören und auch Wasser, das nicht gefriert. Und können alle mitkommen, du am Sonntag, 14. Januar? Es ist also zum Morgen schon alle frei, wenn ich vorgehe. Also wir gehen morgen am 8. ab, von Rhinoi ab. Aber es dürfen alle kommen, es ist gratis, es ist offen in allen. Und, muss man reservieren? Wir müssen gar nicht reservieren. Da kommen wir gerade an den Rendezvous und dann gehen wir miteinander. Wir haben einen Vierer, der heißt Thibaut Dürr, das ist ein Ökologe und Ornithologe. Und da wird nicht alles expizieren. Mit den Fehlern, das ist der. Das ist das. Schon ja der Kopf. Ja. Voilà. Aber da können alle mit eine ganz schöne Wanderung, wie wir morgen also am Sonntag morgen, am 14. Januar in Rhinoi. Merci Christian Dürr, dass ihr bei uns seid. Voilà, Hervé, das wäre es für heute. Hoppla, kommen alle mit auf francebleuelsass.fr. An dem Dienstag redet uns der Jean-Michel Obrecht von der Colorove das Gemüse, wie man Rutabaga nennt auf Französisch. Der Jean-Michel bietet uns ein Originalsrezept an, eine Panna Cotta gemacht mit dem Gemüse, also ein Dessert. Jetzt wird es spannend, eine gezuckerte Panna Cotta. France Bleu Elsace. France Bleu. In ein paar Sekunden nur ist der von der Szene. Christian Dürr, merci, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir hoffen, dass viele Leute kommen hier auf Rhinoi. Haben wir noch viel Platz? Oder ist es ist immer genug Platz da. Wir voilà, haben viele Ferngläser, aber bringen noch ein paar mit. Voilà, wenn ihr habt, bringen mit. Wir sind sicher, dass ihr eure habt. Und diese schöne Wanderung, wie gesagt, in Rhinoi, an dem Wochenende. Wenn ihr euch organisieren wollt, sagen wir uns, dass wir es miteinander durchgehen auf francebleuelsass.fr. Ein Panna Cotta de Rue Tabaga gibt es noch erst nach der Szene. Bleiben mit uns, da ist nur die Zeit. Les policiers appelés à manifester aujourd'hui devant les commissariats. Pour demander des mesures après l'agression de plusieurs de leurs collègues le soir du réveillon, ils réclament...